Du? Ja, ich, ich war schon wieder in Köln, aber ich bin noch mal umgekehrt, weil ich dachte, ich muss noch mal live mit dir reden. Wieder umgekehrt, das heißt, du warst schon mal hier? Ja, heute Nachmittag, aber das hat sich einfach nicht ergeben, das ist ja auch egal. Hauptsache, du bist jetzt da. Was nicht heißt, dass ich das Ganze mit der Adoptionsgeschichte jetzt glaube. Im Gegenteil. Ich will, dass das aufhört. Was? Mein Vater hat mich angerufen. Der ist vollkommen ausgeflippt, als er die Sache mit der Adoption gehört hat. Hab ich schon gemerkt. Das ist ja kein Wunder, oder? Kannst du dir vorstellen, wie er sich damit fühlt? Wie geht's dir damit? Was denkst du? Wenn er sagt, ich bin seine Tochter, dann... dann stimmt das. Und wenn du dir so sicher bist, warum bist du dann hier? Eine Flasche 83er Cabernet Sauvignon, sehr wohl, Graf Tristan. Ich lasse sie sofort in das Kaminzimmer bringen. Danke, Justus. Ich habe den Brief geschrieben. Weißt du, wenn du ihn liest, dann verstehst du vielleicht... Nicht nötig. Ich will das nicht verstehen. Naja, vielleicht später. Wenn Gras über die Sache gewachsen ist? Bitte, Tristan. Du musst mir nicht jedes Mal einen Brief schreiben, wenn du deine neue Freundin sehen willst. Eine Papierverschwendung. Du hast es wenigstens versucht. Nur leider ziemlich erfolglos. Und was heißt das jetzt? Du streichst dir auch Marmelade auf die Hose? Ist das ein Problem für dich? Nein, aber mich lacht der Rest der WG meistens dafür aus. Für dich scheint es ja schon festzustehen, dass wir Halbgeschwister sind, hä? Huh? Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe das Gefühl, dass das sein könnte. Mal abgesehen von diesem Gefühl, was hast du für Anhaltspunkte? Eigentlich nur das, was ich dir schon in Tübingen gezeigt habe. Den Brief deiner Adoptiveltern an Clarissa von Anstetten. Erst habe ich gedacht, sie ist deine Mutter, aber sie hat die Adoption nur für eine Freundin eingefädelt. Und was noch? Das Foto, das ich dir schon gezeigt habe. Das hier? Genau. Und das bin angeblich ich und dieses Stofftier da hinten kommt dir total bekannt vor. Darf ich vorstellen? Lumpi. Davon gab es bestimmt Tausende damals. Das hat sie nicht so gemeint. Du bist ganz einzigartig. Du bist echt ein Spinner. Da bist du nicht die Einzige, die das sagt. Okay, fassen wir einfach noch mal zusammen, ja? Ein Gefühl, ein Foto und ein Stofftier. Also wahnsinnig viel ist das nicht. Ich würde dir hier auch lieber eine lückenlose Beweiskette vorlegen. Hast du denn nicht schon mal an die einfachste Lösung gedacht?
die da wäre? Warum fragst du nicht einfach deinen Vater? Das würde ich ja gerne, glaub mir, aber mein Vater, oder jetzt ja vielleicht unser Vater, der ist vor 15 Jahren gestorben. Lieber Tristan, es fällt mir nicht leicht, dir zu schreiben, denn ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe. Ich kann verstehen, wenn du mich für immer aus deinem Leben streichen willst. Aber bitte lass mich erklären, wie das passiert ist. Vielleicht hilft es dir, wenn du verstehst, warum ich dir so wehgetan habe. Obwohl es sicher das Letzte war, was ich wollte. Denn ich stehe so tief in deiner Schuld, dass ich dir nicht mal ansatzweise das zurückgeben kann, was du für mich getan hast. Du warst immer da. Nach der Scheidung von Hagen, nach der Vergewaltigung. Ohne dich hätte ich das alles niemals durchgestanden. Für all das werde ich dir immer unendlich dankbar sein. Aber ich habe erkennen müssen, dass meine Liebe zu dir eher freundschaftlich ist und für eine Ehe einfach nicht reicht. Aus dem Grund hätte ein Ja vor dem Traualtar uns beide auf Dauer nicht glücklich machen können. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Und trotzdem hoffe ich, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben. Marlene. Bella, seit ich von dir weiß, da frage ich mich auch, ob er von dir gewusst hat. Und wenn ja, was hat er gedacht, was hat er gefühlt? Stopp! Dieser Mann, das ist für mich nichts weiter als ein Foto in einem Album. Ich hab schon eine Familie mit Ärger und Geheimnissen und allem drum und dran. Ich hau ab. Aber willst du denn nicht wissen, was damals passiert ist? Ich schmeiß doch nicht meine gesamte Vergangenheit auf den Müll, nur wegen so einer vollkommen irren Geschichte, die du dir da zusammengeräumt hast. Aber wo willst du denn jetzt hin? Um die Zeit, da fährt doch sowieso kein Zug mehr nach Tübingen. Wenn du willst, kannst du heute Nacht bei uns auf dem Sofa pennen. Nee, lass mal. Ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft und dann suche ich mir ein preiswertes Pensionszimmer. Das brauchst du auch nicht, da kann ich dir helfen. Ich komm klar. Okay, aber dann lass uns wenigstens morgen treffen. Im No Limit um 10. Wir gehen noch mal zusammen zu Clarissa von Anstetten und quetschen sie aus. Warum hängst du dich da eigentlich so rein? Es kann dir doch total egal sein, ob wir verwandt sind. Als mein Vater gestorben ist, da war ich oft allein. Ich habe mir immer gedacht, mit einem Bruder oder einer Schwester an meiner Seite, das wäre bestimmt leichter. Wir sehen uns morgen früh. Guten Morgen. Guten Morgen. Farbe ist eigentlich schon total out und ich glaube, den gibt's auch gar nicht mehr zu kaufen, aber ich finde den irgendwie immer noch gut. Alles klar bei dir? Klar. Bei mir? Und bei dir? Ja. Aber ich bin total in Eile, deswegen. Wir sehen uns, ne? Bis dann.
Was willst du? Nur mit dir reden. Bitte, Tristan. Ich bin auch deine Schwester. Ach, und das macht es natürlich besser. Nein. Aber... Du willst, dass ich dir verzeihe, habe ich recht? Hey, ist doch nicht so schlimm. Bleibt doch alles in der Familie. Ich wollte mich nie binden, geschweige denn, dass ich heiraten wollte. Ich war noch nicht mal richtig verliebt, bis ich sie getroffen habe. Und jetzt ist sie weg. Und du bist schuld daran. Und jetzt sag mir noch mal, dass ausgerechnet du mit mir darüber reden willst. Tristan. Verschwinde.